So, und dann wäre hier halt die Frage, wie weit. Also das ist dann ja unser Forst, aber der ist halt auch außerhalb. So, das heißt, hier ging es, also da müssten wir dann halt Tore machen, ne? Da ging es dann auch wieder zu unserem Strand, das heißt. So. Da würden wir. Na toll. Nächste Schaufel. Da würden wir quasi. Ah, es wird schon wieder dunkel. Da würden wir quasi unseren Wall lang laufen lassen. So, wir sammeln das Zeug wieder ein und dann würde ich mal hier wieder rausgehen wollen. Und dann gehen wir auch schon wieder schlafen, weil wir nicht von Monstern überrascht werden wollen, während wir eine Baustelle betreiben. So, dann düsen wir doch hier wieder runter. Adi, hudi, day und gute Nacht. Gute Nacht. So, dann düsen wir wieder nach oben. Und weiter geht's. Ein neuer arbeitsreicher Arbeitstag. So. Okay, also. Dann geht's wirklich hier runter und dann sagen wir mal. Und Dudeldadeli. Okay. Und dann hätten wir hier. Die nächste Schicht. Pam. Also wie gesagt, das ist ja die Außenmauer. Da wollen wir natürlich ein ordentliches Fundament für haben. So, und das würde dann quasi. Wir brauchen die nächste Schaufel. Genau, so war das. Tantadan. Ich sollte mir vielleicht mal bei Gelegenheit neue Schaufeln basteln. So, dann wollte ich hier eigentlich weiter. Und da ist die Überlegung, okay, also hier wäre unser Steinbruch. Ja, da ist aber erstmal die Frage, hallo Steinbruch, wie tief gehst du eigentlich rein? Du gehst gar nicht so tief rein, das ist gut. Aber hier gibt es auch Kies. Das ist auch gut. Und das hier würde man dann eigentlich fast wegmachen wollen. Und hier hinten. Das sieht nach Steinbruch aus. Genau, das sieht wirklich nach Steinbruch aus. Das heißt, den werden wir dann später da auch haben. Dann müssen wir das halt da oben ein bisschen befreien. Aber der ging ganz okay. Also das war quasi vielleicht so, ne? Das heißt, wir können wirklich bis zu der Kante hier gehen. Dann würde ich da doch diesen Schnitt machen. Also, ich würde erstmal hier sagen. Dann würde ich mich eine nach unten setzen. Okay, das war schon zu weit. Ja, auch schon zu weit. So. So. Da ist es. Das heißt, wir setzen uns jetzt hier noch einen nach unten. Gehst du schon wieder unter? Das gibt's doch gar nicht. Und dann rennen wir da bis zum Ufer. So. Und dann hätten wir das hier. Okay, die Erde sollte eigentlich da drin bleiben. Und dann können wir von oben wieder reinkommen. So, wir müssen nach da drüben ja eh raus. Das heißt, wir können den auch ruhig wegbasteln.
So, dann würden wir von der Seite hier nochmal kommen. Und die Erde einfach wegplatscheln. Zack. Und wir brauchen eine neue Schaufel. Bam, die Dam, die Dam. Bum, die Dumm, die Dumm. Okay. Cheerio. So, Schaufel basteln. So. Schaufel basteln. Bam, bam. Hier, zack. Eine. Was brauche ich denn hier eigentlich nicht? Ich könnte mal ein bisschen Pflanzengezuppel aufräumen. Komm, das lassen wir mal da liegen. Sagen wir hier mal, ist okay. Und dann machen wir hier zack, zack, zack. Zack. Samen brauchen wir gerade auch nicht. Pilze brauchen wir gerade auch nicht. Äpfel würde ich ganz gerne behalten. Okay, und dann würde ich hier nochmal sagen, zack. Die Hälfte, die Hälfte. Die Steine oben drauf. So, Schaufel. Also wir schaufeln jetzt halt ziemlich viel, deswegen würde ich wirklich Schaufeln bis zum Abwinken mitnehmen. Wir brauchen natürlich aber auch immer noch Platz für Erde. Deswegen reicht es eigentlich schon. Genau. Deswegen reicht es jetzt eigentlich schon erstmal für den Anfang. Und dann zwurbeln wir da mal weiter. Bäm, okay. Super. Okay, das haben wir geschafft. Dann müssten wir von da vorne kommen. So, das sind Steine, das ist auch in Ordnung. Die dürfen da bleiben. Und dann geht's hier wieder zurück. Wunderbar. Dann hätten wir das auch. Und dann müssten wir hier noch ein bisschen. Super. Okay. Dann haben wir das jetzt geschafft. Und dann ist jetzt bloß die Frage, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Aber erstmal setzen wir hier noch ein Erdefeld rein. So. Okay. Gut, im Prinzip müssen wir jetzt sogar weiter wursteln. So, wir sollten uns vielleicht sogar eine Erdschachtel basteln für draußen. Also eine Baustellenbox quasi. Das würde ich eigentlich echt mal... Dazu muss ich ja nicht rein, wenn ich Holz... Wenn ich Holz dabei habe... Ja, ich habe Holz dabei. Dann... eigentlich können wir sogar... die Kiste nehmen, die wir ja schon haben. Ich muss ja nicht noch eine bauen. Aber ich baue nochmal eine. So, das wäre 6, 7, 5. Hauen wir dich mal dahin. Und dann hauen wir da mal die Erde rein. Die wir gerade nicht brauchen. So, warum? Weil wir halt viel Erde brauchen. Und ihr wisst ja, wie es ist bei so Burgmauern. Da muss es natürlich... Also in der Theorie. Okay, das ist in Ordnung. Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, eine Ausmauer. Wir werden eine Ausmauer brauchen, dann werden wir einen Gang da drin brauchen, wenn wir nicht sogar... Oh. Gut, jetzt geht's wieder. Ich wollte gerade sagen, oh, ich glaube, meine Batterien von meiner Tastatur sind gerade alle. So. Also, dann werden wir halt drei Gänge brauchen und dann ist ja quasi
wie sage ich denn das? Kommt ja quasi die Innenmauer. So. Und das bedeutet aber eigentlich, dass ich, wenn ich jetzt hier bin, also ich kann jetzt natürlich bis da vorne durchgraben, aber de facto 1, 2, 3, Außenmauer, 2, 3, muss ich hier weitergraben. Also muss ich hier genauso. Ich meine, es ändert nichts, weil ich muss ja die alle wegmachen, aber dann kenne ich zumindest schon mal die Grenzen. Was ja auch nicht so verkehrt ist. Das ist eigentlich immer eine gute Idee, wenn man seine Grenzen kennt. Nächste Schaufel. So, wie man das dann auch genau machen mit diesen mit potenziellen Ritterburgen und sowas, Ritterburgen. Wie auch immer. So, okay. Also das ist 1, 2, 3 und dann ist hier die 4, oder? 1, 2, 3. Genau. Ich will ja immer Dreierfelder zum Laufen haben. Wer meine Mindtest-Folgen verfolgt hat, der weiß es. Dass ich das ganz gerne mag, weil ich finde, es sieht einfach ein bisschen besser aus. Wenn es ein bisschen schäbiger sein soll, dann tun es auch Zweier. Einser sind eigentlich nur so Trampelpfade. Und Fünfer sind so wirklich so absolut monumentale, majestätische Pfade. Aber sowas haben wir ja nicht. Und es wird schon wieder Nacht. Und deswegen bin ich eigentlich schon fast versucht, wieder ins Bettchen zu gehen. Was heißt versucht? Ich mache das einfach. So. Cheerio. Mit O. Oh, Bettchen war unten. Warum auch immer. Ah. Guten Morgen. So, der Tageswandel, der ist eigentlich relativ fix, finde ich. Ich hätte gerne ein bisschen längere Tägchen. Täge. Tage. So, wie auch immer, wir flutscheln hier einfach mal durch. Zack, 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 zack. Zack. Okay. Und dann sind wir hier durch und da durch und dort durch. Und machen den Scheiß hier weg. Und dann sind wir auch gut. So, das gibt dann also quasi unseren Wehrwall. Dann sehen wir auch schon, was hier drin quasi unser Gebiet ist. Und das können wir eigentlich einebnen. Also hier drin werden wir uns ja quasi verlustieren oder wie auch immer man das nennen möchte. So. So, dann kommt hier auf jeden Fall noch eine Erde hin. Wo habe ich denn jetzt Erde? Da habe ich Erde. Ui. Da kommt auch noch Erde hin. Da kommt auch Erde hin. So, also hier. Das ist schön eben. Da würde auch Erde reinkommen. Ich bin da wieder an irgendwas hängen geblieben. Also irgendwas ist da gerade komisch. Nicht so richtig 100%, so wie ich das haben wollen würde. So, gut, okay. Und dann würde ich hier eigentlich mal sagen, du. Die Klippe, die ist natürlich super merkwürdig, muss ich sagen. Geht es? Nee, schade, geht nicht. Okay, machen wir das anders. Machen wir so, zack, zack. 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 Zack und zack. Und hier auch noch. Und. Also das machen wir ja jetzt nur, weil das unser Gebiet ist. Wenn es in der Natur wäre, also wir als hier ansässige Einwohner, wir füllen das jetzt quasi auf, weil wir
ja diesen Innenraum für uns urbar machen wollen. Das ist ja der Clou an der ganzen Geschichte. Wir wollen ja diese Region für uns urbar machen. So, das heißt, ich hau mich jetzt hier wieder auf die Schnauze. Bäm. Und da. Und dann rennen wir hier wieder eine Runde rüber. Super. Und einen wieder zurück. Tam, tadam, tadam. Scheiße. Okay, dann nehme ich dich, knall dich dahin, knall dich zurück. Bam. Bam, sie, dam, sie, dam, sie. Gut, und dann hätten wir dieses Mäuerchen jetzt auch geschafft.